Der FC Schaffhausen ist auf Erfolgskurs. 6 Runden vor Schluss liegen die Monodstädter mit 39 Punkten auf dem 4. Platz der Challenge League. Von den letzten 10 Spielen hat der FCS 7 gewinnen können. Zweimal hat die Mannschaft von Murat Yakin verloren und einmal unentschieden gespielt. Dementsprechend gut ist auch die Stimmung in der Mannschaft, wie der Trainer sagt. Wir haben alle am gleichen Strang gezogen und gewusst, das ist ein spezielles und ein spannendes Challenge für uns mit der Liga halt. Also von der Sekunde die nötige Selbstvertrauen können gewinnen. Wir haben auch die nötigen Entscheidungen getroffen zum Spielen holen und auch von der Taktik, auch von der Trainingsintensität. Wir haben super Infrastruktur, Motivation der Spieler mit dem Stadion. Das alles wird sicher Erfolg bringen. Auch für den Verteidiger André Gonsalves kommt der Erfolg nicht einfach aus dem Nichts. Dass der Mannschaftsgeist da ist, dass die Mannschaft intakt ist, dass es eine Mannschaft ist, wo für jeden, also jeder für den anderen geht. Und ich glaube, ja, das ist der grösste Pluspunkt, den wir haben. Dass sich der FC Schaffhausen in so kurzer Zeit vom unteren Tabellenende auf den 4. Platz führen gespielt hat, ist auch für die Fans sensationell. Es hat sich jetzt gezeigt, und das ist genau das, wenn wir eben zuschauen, da ist eine andere Schrift hier gekommen, da ist ein anderer Mann angestanden. Hat auch die Spieler motivieren, wird dann auch gesagt, ihr könnt ja etwas, was wollt ihr denn noch? Und das sind Profispieler, das muss man sich vorstellen. Und so hat der Jacki langsam angefangen und immer wieder gesagt, wir bleiben aber am Boden unten. Und das ist auch richtig so. Am Sonntag trifft der FC Schaffhausen, der die letzten 3 Heimspiele gewonnen hat, im Lippo Park auf der FC Aarau.